kenne das nicht. Das ist doch ganz neu, das Ding. Premiere hier, oder? Oder ist schon jemand? Da bin ich gespannt. Hier ist der Stefan. Guten Abend. Wer ist am Apparat? Hallo, hier ist Verena. Oh, Verena, mein Engelchen. Sie haben ja auch wieder eine Stimme zum Dahinschmelzen. Oh. Verena, ich finde es schwierig, ganz ehrlich. Jetzt sagen Sie bitte nicht Amsel. Was haben Sie denn von dir? Natürlich, ich dachte Amsel. Echt? Das hätte ich auch gedacht am Anfang, ist aber leider falsch. Verena gehört bestimmt zu denjenigen, die gerade eingeschaltet haben. Jetzt haben wir den Salat, Herr Redakteur. So, Regie, ganz ehrlich, so geht's nicht. Ja? Bösen und über 18 sind. Allerdings finde ich es verdammt schwierig. Hier ist der Stefan. Wer hat es denn diesmal geschafft? Hallo? Ja, guten Abend. Hier ist die Verena. Verena, haben wir gerade schon gesprochen? Nee. Nee. Andere Verena. Verena, woher kommen Sie? Aus Wolfratshausen. Aus Wolfratshausen. Und ich hoffe mal, dass man da fit ist. Im Tierenraten, Verena. Ja, ja. Also ich würde sagen, da steckt drin die Laus, die Maus, die Eule, der Adler und die Sau. Verena? Ja. Kurze Unterbrechung, wir suchen ein einziges Tier. Wir müssen jetzt nicht irgendwelche Tiere bilden aus diesem Buchstaben, sondern eins. Achso. Ja, nur eins. Haben Sie eins? Ich zähle jetzt rückwärts, wenn Sie mal null keins haben, dann 3, 2, 1. Nee. Tut mir leid. Verena, gucken Sie noch mal genau hin. Wenn Sie doch noch drauf kommen, rufen Sie doch noch einfach noch mal an. So, wir haben noch einen Tipp gegeben auch, ne, mit F. Können wir noch mal einblenden, eben schnell? So ein ganz kleiner Eizähler, den man nur kennt, wenn man im Biologieunterricht aufgepasst hat. Hier ist der Stefan. Wer ist am Apparat? Hallöchen. Hallo, hier ist die Helga. Helga, fein, dass Sie dabei sind. Helga, sind Sie eine Spezialistin in Sachen Tiere? Helga? Was war denn das jetzt? Ich habe doch nur gefragt, ob sie sich damit auskennt. Helga? Ist weg. Freunde, es ist zu schwer, ganz ehrlich. Ja, Regie, es ist zu schwierig. Meine Damen und Herren, es ist schon wieder ein 500-Euro-Schein. Und da ist jemand. Hallo, hier ist der Stefan. Guten Abend bei Money Express. Guten Abend. Wer ist denn am Telefon? Andrea ist mein Name. Andrea. So, liebe Andrea. Jetzt sehen Sie dieses Wort. Wir suchen ein Tier, das sage ich Ihnen gleich vorneweg. Und wenn Sie es nicht mitbekommen haben, dieses Tier muss mit F beginnen. Ja, ja, richtig. Mhm. Ich habe da den Feuersalamander. Oh, sehr gut. Das sieht gut aus. Oder? Nee? Hat zu viele Buchstaben. Andrea, das geht nicht. Hat zu viele Buchstaben, höre ich gerade. Aber es sieht echt ganz gut aus. Mit S, A, L. Ach, wir brauchen zweimal das A. Oh je. So, Herr Redakteur, jetzt pass mal auf. Willst du echt noch... Stopp mal, halt. Willst du jetzt echt noch eine Runde starten hier? Wenn er hinter mir stehen würde, dann würde ich mal so aussehen. Da ist jemand, na endlich! Hier ist der Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen, wer ist am Apparat? Hallo Stefan, hier ist die Susi. Oh, Susi, Mensch, Sie sind meine große Erleichterung. Woher kommen Sie gerade? Ja, ich komme aus der Gegend, so Starnberg rum. Sag mal, Susi, sind wir schon 18? Bist du schon 18? Ja. Wann geboren? 1961. Du. Entschuldige, aber du hast eine super süße junge Stimme. Ja, ja, irgendwas muss ja jung bleiben. Susi, also ich glaube, da sind noch andere Sachen jung geblieben. Ja? Pass auf, dieses Tier muss mit F beginnen, was wir suchen. Das kann eigentlich fliegen, ich weiß es nicht. Was hast du raus? Fliegen? Ich würde sagen, das ist die Feldmaus. Die Feldmaus? Was nochmal? Feldmaus? Ja. Also Feldmäuse können nur fliegen, wenn man die durch die Gegend wirft. Ja? Was man nicht tun sollte. Aber geht das überhaupt? Feldmaus? Geht nicht? Doch, ginge. Würde gehen, aber das Problem ist, da bleiben Buchstaben über. Ja? Da bleiben Buchstaben über und das wollen wir ja nicht, meine Damen und Herren. Mist! Was machen wir jetzt, Regie? Pass mal auf, Freundchen. Wir haben jetzt ja gerade eben 10 Leitungen aufgemacht, also ich würde jetzt doch noch eine schnelle Runde probieren. Ja? So. Also, meine Damen und Herren. Oh, da ist jemand. Fantastisch, hier ist der Stefan. Guten Morgen, wer ist am Telefon? Gerda hier. Gerda, herzlich willkommen bei Money Express. Gerda, wir suchen hier ein Tier. Ich hoffe, Sie haben es mitbekommen. Das Tier beginnt mit F und kann angeblich fliegen. Hallo? Lass mich doch mal ausreden. Jetzt wollte ich gerade fragen, was es ist. Gerda! Was ist jetzt los? Boah, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt pass mal auf, Herr Kollege. Das ist jetzt die zweite Dame, die hier auflegt und es zu schwierig findet. Ja? Natürlich. Du hast ja das Rätsel ausgesucht. Du meintest doch hier, wir müssen so ein schwieriges Wort spielen. Was ist das denn für ein Killefit? Und dann können Sie hier
bei mir Ihre Lösung präsentieren. Wer hat's? Na endlich, hier ist der Stefan. Wer ist am Telefon? Guten Morgen. Ja, hier ist Mante Dieter. Wer ist dran, bitte? Dieter. Dieter, herzlich willkommen. Was ist die Lösung? Sagen Sie schnell. Fledermaus. Nochmal? Fledermaus. Fledermaus! Jawohl. Soll ich Ihnen was sagen, was Sie jetzt gerade gewonnen haben? Ja. Dieter, 6.320 Euro. Ja, das habe ich gesehen. Im zum Nikolaus. Das ist aber klasse, ne? Wissen Sie was, ich lege noch einen drauf, Sie kriegen noch Paket Nummer 1 von mir. Wie versprochen, da sind nochmal 50 Euro drauf. Ja, spreche ich jetzt mit Ihnen im Fernsehen? Ja, richtig, aber Sie werden jetzt weiter verbunden. Bleiben Sie bitte kurz am Telefon, okay? Ja, alles klar. Gute Nacht. Ja, so, meine Damen und Herren, jo, schönen Dank. Bei allen anderen auch recht herzlich fürs Mitspielen. Bin morgen wieder pünktlich zum Nikolaus für Sie da. Machen Sie es gut, schlafen Sie gut. Tschüss.